Die Badminton-Hauptstadt Österreichs liegt seit Montag im Wienerwald. In einer sehr spannenden Finalentscheidung setzt sich der ASV Breßbaum gegen den ASK Traun durch und krönt sich damit zum Meister in der heimischen Badminton-Bundesliga. So sieht das aus, wenn man gerade den Rekordmeister der Badminton-Bundesliga besiegt hat. Der ASV Breßbaum feiert mit einem 5:3-Erfolg im entscheidenden Finalduell gegen Traun seinen 4. Meistertitel. Super Gefühl. Wir sind richtig glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben es jetzt über mehrere Jahre hinweg probiert und sind jetzt richtig glücklich, dass wir es geschafft haben. Und es war auch was persönlich ganz Besonderes. Ja. Dass die Niederösterreicher am Ende den Pokal in die Höhe strecken dürfen, ist lange alles andere als klar. In einem wahren Herzschlagfinale fällt die Entscheidung erst im 8. und letzten Spiel des Tages. Philipp Drechsler und Pavel Smilowski machen im Herrendoppel den entscheidenden Punkt für Breßbaum. Ich bin sehr glücklich für mich und das Team. Letztes Jahr waren wir auch schon Favorit, haben dann aber das Finale verloren. Heuer haben wir es geschafft, den Titel zu holen. Das werden wir jetzt so richtig genießen. Es war auf jeden Fall sehr knapp. Wir wollten einfach irgendwie schauen, dass wir es drüber bringen. Die Atmosphäre war sehr gut und die Trauner haben auch nicht aufgegeben, also die haben es echt nicht leicht gemacht, aber jetzt sind wir glücklich darüber. Ja. Den Sieg widmet das Team 2 bei einem Verkehrsunfall vor 3 Jahren tragisch verunglückten Teamkolleginnen Antonia Meinke und Chi Tian. Ein Stück des Meisterpokals gehört damit auch den beiden.